Das W, das könnte auch stehen für weltweiter Hit. Zu der ist längst die legendäre irische Tanzgruppe Lord of the Dance geworden, die es seit 25 Jahren gibt. Anlässlich dieses Jubiläums kehren sie auf die Bühnen zurück, auch bei uns in Österreich. Heute sind sie in etwas kleinerer Formation schon bei uns in Guten Morgen Österreich. Hier ist Lord of the Dance. In Guten Morgen Österreich, spätestens jetzt sind alle wach im Haus, die hier noch geschlafen haben. Schönen guten Morgen, good morning, Cathal Keeney. Good morning. Hi, how are you? I'm good. A little bit out of breath. A little bit out of breath, ein bisschen außer Atem ist auch kein Wunder bei dem, was die hier leisten. How was it for you and your crew getting up that early today? Yeah, it was tough, but we're used to it. We're on the road every single day, traveling from city to city, so yeah, we're used to waking up early. Ich habe ihn gefragt, wie es war für ihn und die Crew, so früh aufzustehen. Er sagt, es war recht hart, aber sie sind natürlich jeden Tag von Stadt zu Stadt unterwegs und deshalb auch gewöhnt, so früh aufzustehen. Wie ist das Gefühl, jetzt nach 25 Jahren, also ein 25-Jahr-Jubiläum, wieder zurück auf der Bühne zu sein? How's the feeling being back on stage to the Jubilee now? Yeah, it's fantastic. We've obviously had a tough 2 years, like everyone has, with COVID, so... We're super excited for the 25th anniversary, but after 2 years off, we're only just dying to get back on stage. So it's been an amazing tour so far, and we're coming to Austria next week, so we hope to see everyone there. Sie sagen natürlich, Sie haben auch, wie wir alle, 2 harte Jahre gehabt mit Corona, mit Covid, und Sie können jetzt kaum erwarten, jetzt nach 2 Jahren Pause wieder auf der Bühne zu stehen. Bei uns in Österreich auch mehrere Termine. How do you like Austria and Vienna so far? Yeah, great. We've been here a few times with the show, so we're very excited to come back. Yeah, the audiences have always been super amazing here, and we hope after COVID, 2 years off, and with the new show, that everyone will be super excited to come see it. Ich habe ihn gefragt, wie Ihnen Österreich und Wien gefällt. Er sagt, Sie waren schon öfter hier, es gefällt Ihnen gut und Sie freuen sich wahnsinnig, eben wieder bei uns in Wien und in ganz Österreich auf der Bühne zu stehen. So, when could we see you on stage in Austria? Yeah, so we're coming to Austria next Monday. Mm-hmm. And we're doing Vienna, Linz and Graz. I think we have 2 shows in Vienna, so yeah, super excited. I think 4 shows. 4 shows. Yes, 4 shows. In Graz, und zwar, also Sie spielen mehrere Shows in Graz, nämlich 4 an der Zahl, am 31.10. in Linz, 1. und 2. 11. in Wien und am 4.11. in Graz in der Stadthalle. Maybe at the end, would you introduce your just the names of your, yes, of your colleagues? Yes, of course. We have Macaulay Selwood, we have Andrea, we have Lucas, we have Lauren, Maxine, Declan, Tierna and Connor. Super, jetzt haben wir alle kennengelernt. Lord of the Dance, we see you in the next hour. Yes. What do we see? We're going to do another number. It's called Warlords and it's a male-only number. And it's a cappella. So okay. Very exciting. So the ladies... The ladies get to take a rest. Get to take a rest. Gut, die Damen haben Pause. Die Männer sehen Sie in der nächsten Stunde mit einer eigenen All-Male-Show hier bei Lord of the Dance. Hier übernimmt das gleich Simone Strebel und wir sind dann wieder für Sie da mit Guten Morgen Österreich. Bis gleich, ich freue mich auf Sie.